wenn du dich permanent selbst beschämst, dann gibt es auch die Möglichkeit, das sein zu lassen. Ah, das ist so. Du hast ständig die Möglichkeit, dich zu verändern und dich anzupassen wie ein Chamäleon. Ja, du hast ständig die Möglichkeit, deine Sprache zu modulieren, deine Innenwelt zu modulieren. Und das ist Teil meines Jobs, dich dabei zu unterstützen. Schöne Grüße von Jörg Fuhrmann aus dem Steigenberger in Leipzig. Ich freue mich über das Abonnement und über Likes und Kommentare unter dem Video. Und ich hoffe ganz ehrlich, von ganzem Herzen in mir drin, dass es dir gelingen wird, das in Zukunft weniger zu tun, wenn das dein Thema sein sollte. Und vielleicht ist dieser kleine Impuls in diesem Video dafür ein Beitrag. Das würde mich sehr freuen. Dabei dürfen wir nämlich nicht vergessen, dass Sprache auch Nebenwirkungen hat. Und du sollst ständig deinen Apotheker fragen und deinen Arzt fragen nach den Nebenwirkungen von irgendwelchen Sachen, die du einwirfst. Aber es sagt dir keiner etwas über die Nebenwirkungen von den Dingen, die andere schon in dich hineingeworfen oder hineingepresst haben. Diese Dinge, das ist nämlich eine Art internalisierter Sprache. Diese anderen, die können nämlich schon lange tot sein, die können schon wer weiß wo sein, die sind gar nicht mehr da, du hast vielleicht gar keinen Kontakt mehr zu denen und trotzdem leben die in dir weiter. Und die Sprache von denen benutzt du Tag ein, Tag aus selbst. Und wenn du sie benutzt, das ist nämlich genau der Punkt, nämlich wirklich bewusst benutzt, dann bist du der Einzige, der die Chance hat, sich mittels dieser Sprache nicht ständig selbst zum Opfer zu machen, von eben diesen anderen in dir, nämlich am Ende des Tages sind das ja keine anderen, sondern das sind ja Teile, die von dir, die zu dir geworden sind, weil du sie immer wieder kultivierst. Und da bist du also der oder diejenige, die die Chance hat, diesen anderen mal zu sagen, ey Leute, haltet jetzt echt mal die Klappe, da vorne ist mal der Exit und da könnt ihr mal euch auf die Couch legen und die alle mal zum Therapeuten schicken. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil die sind vielleicht eben, wie gesagt, originär gar nicht von dir selbst. Und mit dieser Strategie könntest du mal schauen, wer oder was oder wie viel von denen dann noch übrig bleibt. In diesem Sinne lade ich Leute auch immer ein, eine Art innere Landkarte zu entwickeln über die verschiedenen inneren Anteile, die, wie gesagt, teilweise gar nicht von ihnen selber sind, sondern von externen eingepflanzt wurden, übergeben wurden, wie bei so einem Staffellauf, so familiärer Art auch. Und da mal ein bisschen Gewahrsam drüber zu entwickeln, ja, wie die zueinander stehen, wie die miteinander umgehen, wer wen auf den Plan ruft. Und das ist immer Teil meines Inner-Team-Focusing-Konzeptes gewesen und seit vielen, vielen Jahren. Und finde ich auch einen wichtigen Ansatz in der Selbsthilfe, sich da mal drüber klarer zu werden, wie mein inneres Portfolio da miteinander umgeht, interagiert und funktioniert. In diesem Sinne sende ich dir schöne Grüße aus Leipzig. Gute Selbsterforschung. Jörg Fuhrmann, tschüss.